Hi, ich bin Martina. Willkommen auf meinem Kanal Ich werde gesund. Heute möchte ich ein kleines bisschen was über Nahrungsergänzungsmittel erzählen, so ein kleines bisschen Pro und Contra und meine Erfahrung und vielleicht einen kleinen Fazit. Ich hoffe, dass das für dich hilfreich ist. Vorab aber wie immer, ich möchte dich hier weder von irgendetwas überzeugen noch von irgendetwas abhalten. Ich möchte hier lediglich die Strategien teilen, die mir bislang geholfen haben, meinen Zustand deutlich zu verbessern oder auch die, die mir nicht so geholfen haben. Aber jede Geschichte mit ME, CFS ist ein bisschen anders und deswegen auch jeder Weg heraus ein kleines bisschen anders. Außerdem tut natürlich das, was ich hier erzähle, nicht das Gespräch mit einem Arzt, einer Ärztin oder einem anderen Therapeuten ersetzen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du auch schon ein bisschen was über das Thema Nahrungsergänzungsmittel bei chronischer Erschöpfung oder auch bei ME/CFS oder ähnlichen Syndromen gelesen hast und vielleicht auch schon das eine oder andere ausprobiert hast. Ich auch. Ich habe mich eine Zeit lang sogar ziemlich in dieses Thema herein vertieft und ziemlich viel darüber gelesen, auch einige Studien gefunden. Und vieles klang eigentlich ziemlich plausibel, muss ich sagen. Weil es hieß dann immer, chronische Fatigue oder auch ME/CFS oder auch Fatigue, die bei Krebs oder nach Krebs auftreten kann oder auch bei Autoimmunerkrankung wie Multiple Sklerose, dass da eine gestörte Mitochondrienfunktion eine Rolle spielt. Mitochondrien, das sind die kleinen Energiekraftwerke in unserer Zellen, jeder unserer Zelle. Und die sind dafür da, Energie zu produzieren. Also eigentlich, dass wir überhaupt existieren und leben können. Dass ich zum Beispiel jetzt hier dieses Video aufnehmen kann und hier reden kann. Dafür, das ist geistige Aktivität, dafür brauche ich Energie und das machen meine Mitochondrien. Genauso hier meine Gestik mit meinen Händen, auch das braucht ja irgendwie Energie, weil hier werden und Muskeln und Knochen und Sehnen und Bänder und Faszien bewegt und das verbraucht Energie. Und dafür haben wir die Mitochondrien. Deswegen sind diese kleinen Zellbestandteile also wirklich was ganz Wichtiges. Und ich habe, wie gesagt, immer wieder gelesen, dass bei chronischer Fatigue die Mitochondrien nicht so gut funktionieren. Und habe auch gelesen und in einigen Studien gefunden, dass es auch tatsächlich Nährstoffmangelerscheinungen geben kann, zum Beispiel bei ME/CFS und Fibromyalgie, und die eben genau die Mikronährstoffe betreffen, die auch bei den Mitochondrien und im Energiestoffwechsel wichtig sind, zum Beispiel B-Vitamine, bestimmte Aminosäuren, Vitamin C, Zink, Magnesium, Carnitin, da lässt sich Verschiedenes finden. Man kann also davon ausgehen, dass tatsächlich eine gestörte Mitochondrienfunktion eine vielleicht auch gar nicht so unerhebliche Rolle spielt bei chronischer Fatigue, die zum Beispiel bei ME/CFS ja ganz prägnant ist, aber auch bei anderen Erkrankungen, die mit chronischer Fatigue einhergehen. Aus meiner Sicht und nach allem, was ich bislang aber gelernt habe, ist dieses Mitochondrienproblem eher ein sekundäres Problem. Und das primäre Problem, zumindest bei ME/CFS und den verwandten Syndromen, ist aus meiner Sicht eher das fehlgesteuerte autonome Nervensystem. Und wie in dieses System, das ist quasi so ein übergeordnetes System, wenn das fehlgesteuert ist, dann sind auch alle anderen Systeme fehlgesteuert. Und natürlich auch der Energiestoffwechsel betroffen und damit natürlich auch die Mitochondrien in Mitleidenschaft gezogen. Das sind also, ist meine Meinung und sind meine Erkenntnisse. Ja, natürlich, ich habe ja gesagt, ich habe mich in das Thema rein vertieft. Ich habe dann auch ein paar Tests machen lassen, ob mir irgendwelche Mikronährstoffe fehlen. Von denen gerade, die da auch in den Studien beschrieben waren. Ich habe nicht alle testen lassen, weil das auch unheimlich teuer ist und vieles eben nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Ich habe ein paar testen lassen und es kamen auch ein paar Mängel raus, zum Beispiel an Vitamin B12 und an Zink. Nein, Quatsch, nicht an Zink, sondern an Eisen und an Vitamin D. Und natürlich habe ich diese Nährstoffe, diese Mikronährstoffe dann auch zugefügt.
Hat mir aber ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel geholfen. Ich habe auch alle möglichen anderen Vitaminpillen und Mikronährstoffe ausprobiert. Du vielleicht auch. Das machen ja ganz viele von uns, was ich auch total gut verstehen kann. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert, was irgendwie für den Energiestoffwechsel wichtig sein soll. Ich habe aber auch Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert, die bei Neuropathien helfen können, weil ich hatte eine Zeit lang tierische Nervenschmerzen in meinen Armen, in den Händen, in den Beinen und in den Füßen. Es war dieses Kribbeln und Brennen und Taubheitsgefühle. Ständig wieder die Hand schütteln, weil die irgendwie eingeschlafen war oder auch die Fußzehen irgendwie ständig eingeschlafen sind. Und das macht einem natürlich Angst und es war keine klassische Neuropathie festzustellen. Ob es eine Small-Fiber-Neuropathie war, konnte ich nicht richtig herausfinden, weil der Arzt, den ich an der Uniklinik hatte, irgendwie sich damit nicht richtig auskannte oder dachte, die bildet sich sowieso nur alles ein. Aber ja, jedenfalls habe ich da auch Sachen ausprobiert, hat nichts geholfen. Ich habe natürlich auch für die Darmflora was ausprobiert und für die Muskeln und alles Mögliche. Das meiste, wie gesagt, hat bei mir nicht geholfen. Die einzigen zwei Sachen, die ich eigentlich positiv bewerten kann, sind Omega-3-Fettsäuren und Probiotika für den Darm. Und ich muss aber auch sagen, dass mir manche Sachen sogar geschadet haben. Also es ist mir ganz wichtig hier zu sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht ohne sind. Das ist also kein Gemüse, was man isst, sondern es kann positive Effekte haben, es kann keine Effekte haben, es kann aber auch negative Effekte haben. Zwei Beispiele von mir. Ich habe Carnitin genommen, was für den Muskelaufbau wichtig sein soll. Ich habe das überhaupt nicht vertragen. Ich hatte tierische Bauchkrämpfe und es hat meinen Zyklus derart durcheinander gebracht. Und es hat dermaßen geschadet, dass es also ganz rasch wieder absetzen musste. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis sich das dann alles wieder erholt hat. Und ich habe ein anderes Mittel ausprobiert, was die Aminosäure Tryptophan unter anderem enthält. Tryptophan ist ja der Vorläufer von Serotonin. Serotonin kennst du vielleicht als das Glückshormon. Ist aber einfach ein ganz wichtiger Nervenbotenstoff im zentralen Nervensystem, aber zum Beispiel auch im Darmnervensystem. Und ich glaube, dass es auch bei Reizdarm zum Beispiel eine Rolle spielen kann bei der Schmerzwahrnehmung. Also Serotonin hat sehr viele Aufgaben. Naja, also jedenfalls habe ich dieses Mittel zugeführt. Und es war so ein Tütchen und ich nehme das Tütchen und eine halbe Stunde später hast du mich wegtragen können. Also ich war wie im Wachkoma. Das hat mich völlig umgehauen, als hätte ich eine Schlaftablette genommen. Also ich war geschockt, dass so ein Mittel dann frei verkäuflich ist und dass das so Effekte haben kann. Also wie gesagt, bei mir ist es total negative Effekte. Deswegen ist mein dringender Rat, gerade auch als Apothekerin, bevor du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, gerade wenn du mehrere nimmst, gerade wenn sie hochdosiert sind und du vielleicht auch noch davon noch besonders hohe Dosierung einnimmst, lass dich vorher mal irgendwie beraten und mach dich ein bisschen schlau. Am besten vielleicht doch zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen und sich erstmal testen lassen auf ein paar gängige Mikronährstoffe. Da kann man dann noch fragen, was bezahlt wird und was du vielleicht selber zahlen musst und was das kostet. Und dann herauszufinden, okay, habe ich da einen Mangel an irgendeinem wichtigen Nährstoff, der im Energiestoffwechsel eine Rolle spielt? Weil dann kann ich ja diesen Mangel ausgleichen und ein hochwertiges Präparat verwenden, was auch gut vom Körper aufgenommen wird. Und vielleicht hilft mir das dann. Es kann sein, es gibt ja diese Fälle, wo halt, also MICFS ist ja, das ist ja so, das ist ja wie so ein Schirm, wo so ganz viele Sachen eine Rolle spielen. Und bei jedem von uns spielt eine andere Sache noch eine größere Rolle. Genau, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet, was ich sagen wollte. Also am besten zum Arzt oder zur Ärztin gehen, sich dort testen lassen. Und wenn Mangel ist, dann kann man das ausgleichen, dann am besten auch ein hochwertiges Präparat kaufen. Ich würde ansonsten, genau, was ich noch dazu sagen wollte, dass Ärzte für funktionelle Medizin sich damit sehr gut auskennen. Die sind allerdings auch oft Privatärzte und machen einen Haufen von Untersuchungen und es kann auch extrem teuer werden. Aber ich war nicht bei so einem Arzt. Ich habe aber im Nachhinein herausgefunden, dass es hier, wo ich wohne, also so Raum München, da schon Ärzte gibt.
Und vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht gewesen, das auszutesten. Aber wie gesagt, ist auch eine Geldfrage. Ein weiter wichtiger Punkt zum Thema Nahrungsergänzungsmittel hat die Dr. Sarah Myhill, die ME/CFS-Spezialistin aus England, mal auf einer Konferenz gesagt. Und zwar sagt die, du kannst das teuerste und hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel nehmen, aber es wird dir nichts nützen, solange dein Darm nicht richtig funktioniert. Und bei vielen von uns ist doch der Darm auch lädiert. Also ich habe ja zum Beispiel auch einen Reizdarm. Ich hatte auch so eine Art Leaky Gut. Und ja, solange der Darm einfach irgendwie entzündet ist oder die Darmflora aus dem Ruder geraten ist, kann der einfach die ganzen Nährstoffe nicht so gut aufnehmen. Und dann kannst du auch das teuerste Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und das bringt dir einfach nichts. Deswegen hat die Dr. Sarah Myhill empfohlen, zuerst mal deinen Darm heilen, bring den in Ordnung und dann für spezielle Nahrungsergänzungsmittel zu. Und dann können sie dir vielleicht auch helfen. Also ich hatte das natürlich alles andersrum gemacht, weil ich das nicht wusste. Ich habe erst diese ganze Nahrungsergänzungsmittelschiene gefahren. Später bin ich dann erst draufgekommen, dass mein Darm vielleicht auch wirklich irgendwie die ganzen Nährstoffe nicht so gut aufnimmt. Und habe dann erstmal auch angefangen, meinen Darm auszuheilen und habe da auch schon sehr viel erreicht. Aber Reizdarm, also so aufgebläht sein, ist auch immer noch ein Thema. Noch ein weiter wichtiger Rat von mir, es liegt mir natürlich als Apothekerin am Herzen, ist, dass Nahrungsergänzungsmittel eben auch mit der Nahrung wechselwirken, aber auch mit Medikamenten wechselwirken können. Das heißt, wenn du Medikamente einnehmen musst wegen einer anderen Erkrankung, oder diese Vitaminpillen im Essen oder so einnimmst, dann kann es eben sein, dass von diesem Nahrungsergänzungsmittel, von diesem Stoff entweder weniger aufgenommen wird oder mehr aufgenommen wird. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Medikament stärker wirkt oder auch überhaupt nicht wirkt. Es kann also Risiken bergen und deswegen würde ich da auch, wenn du Nahrungsergänzungsmittel ausprobieren willst, mich vorher in der Apotheke beraten lassen, was da alles für Wechselwirkungen auftreten können. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass wenn man diese Mittel im Internet bestellt, natürlich habe ich das auch gemacht und ich habe auch einmal bei Amazon bestellt, weil es da eben genau das Magnesium mit dem Salz gab, was ich eigentlich haben wollte und das habe ich eben sonst nirgendwo gefunden. Ich hatte aber da auch kein gutes Gefühl und ich würde es jetzt auch im Nachhinein nicht empfehlen. Also wenn man im Internet bestellt, dann eben nur bei einer seriösen Quelle oder ansonsten über die Apotheke bestellen oder halt, ja, wo du halt sicher bist. Oder auch in der Drogerie, wenn du da sicher bist, das ist ein hochwertiges Mittel und da kannst du sicher sein, dass da auch wirklich das drin ist, was draufsteht und auch in der Menge, die draufsteht und nicht irgendein Schmarrn drin ist. Ja, zusammengefasst kann ich also sagen, leider kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, nimm Nahrungsergänzungsmittel oder nein, nimm keine Nahrungsergänzungsmittel, weil es eben was sehr Individuelles ist. Du musst also leider selber austesten, ob dir das helfen kann oder nicht. Um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, würde ich deswegen empfehlen, erstmal bei einem Arzt oder einer Ärztin einige Nährstoffe testen zu lassen, um zu schauen, ob einem wirklich was fehlt und das dann gezielt zuzuführen. Und ansonsten sich, wie gesagt, auch über die potenziellen Risiken klar sein und ein hochwertiges Mittel kaufen, was in hoher Qualität ist, in der Reinsubstanz und was auch in so einer Formulierung vorliegt, dass es halt auch wirklich gut aufgenommen wird vom Körper. Und ja, sich dazu halt auch beraten lassen. Und was ich jetzt rückwirkend auch noch sagen kann, ich habe mich also viel zu sehr in dieses Thema verrannt und bin damit eigentlich von dem eigentlichen Thema, nämlich diesem autonomen Nervensystem, viel zu lange abgekommen. Ich habe außerdem viel zu viel Geld ausgegeben für diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, dafür, dass sie mir nicht geholfen haben. Und ich bin dazu übergegangen, jetzt lieber mehr Geld auszugeben für hochwertige Lebensmittel, hochwertiges Gemüse und Obst. Also möglichst viel Bio und vielleicht auch regional und saisonal und da auch sehr vielfältig und bunt zu essen, um halt dadurch möglichst viele Nährstoffe abzudecken und natürlich zu schauen, dass mein Darm weiterhin so funktioniert, dass er auch
ja, die ganzen Nährstoffe aufnehmen kann. Ja, ich würde sagen, das waren meine wichtigsten Punkte.